Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser Folge Minecraft Valhalla. Ja, wir gehen jetzt gerade in die Mine, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Hast du ein bisschen Holz? Ich habe Holz, ja, ziemlich viel sogar. Okay, hast du das mit? Ja. Ich brauche noch was zu essen, ich habe nichts zu essen. Ja doch, da habe ich noch. Kamel, was können wir noch mitnehmen? Haben wir noch irgendwas hier drin, was schon gebraten ist? Das verrottete Fleisch. Hier neuen Karotten. Da craft ich, baue ich hier oben erstmal eine. Ah, ne, kann man ja nicht. Ich habe keine Hake. Ich habe auf jeden Fall komische Geräusche. Hast keine Hake? Wo ist der Mineingang? Der ist eigentlich direkt hinter dem. Also, wie ist der? Also, ah, ja, mit Holz, ich sehe es. Ja, genau. Ich habe keine Fackel. Hast du eine Fackel? Ich habe eine Fackel. Ich habe noch wirklich genau noch eine. Ich sehe absolut gar nichts. Und es ist alles schwarz. Ich laufe gerade einfach nur den Weg runter. Naja. Wir müssen auch erstmal noch ein bisschen tiefer kommen. Warten und mir eine Fackel droppen oder eine Fackel kurz platzieren, die ich abbauen kann. Da. Okay, wir müssen noch ein bisschen runter. Hast du das eigentlich auch von meinem Shader? Siehst du das auch von meinem Licht? Warte mal, ich mach das mal kurz weg. Ja, tatsächlich schon. Auf welcher Höhe sind wir denn jetzt? Weiß nicht, guck kurz. 52. Ach Gott. Ich kann auch mal bauen, ich habe eine Effizienz-Spitzhacke. Stimmt, ja, warte, geh mal vor. Ich glaube, ein bisschen schneller, ne? Ich brauche hier den Kohlen ab und du gräbst runter. Dann kann ich hier so ein bisschen. Ja, da kriegst du Level. Warte, lass mich auch noch mal ein, zwei abbauen, weil ich bin kurz am Levelaufstieg. Stimmt, wir können jetzt dann auch unbedingt Dings Redstone abbauen. Ja, mache ich eh immer, aber. Na gut, Leute. Das ist jetzt unglücklich gelaufen mit dem Verzaubern. Ja. Aber wir haben leider kein Glück bekommen. Ich habe dafür auf meine Brustplatte und meine Hose Schutz 2 jeweils bekommen. Und auf die Brustplatte noch mit Haltbarkeit. Ich bin immer noch auf Höhe 34, Alter. Let's go. Oh, Mann. Ja, egal, bald nicht mehr. Ich habe einen Feuerstein jetzt auch. Ich kann mir jetzt auch kurz ein Feuerzeug craften. Ich Feuerzeug nicht mal mehr mit. Ja, gut, das ist eigentlich auch unnötig, wenn ich hier jetzt eins mache. Digga, meine Drachenrüstung hat schon so viel Schaden bekommen. Meine übel wenig. Okay, also hier irgendwo. Ich höre Lava. Ja, ja, und sowieso hier waren Fledermäuse. Also hier irgendwo ist eine Höhle. Ich kann mich mal hier rüber. Ich höre die Lava super laut. Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, okay, nice. Ah ja, okay, perfekt. Sind wir hier denn schon? Ja, hier ist Lava. Ganz viel sogar. Also, ja. Schau ein bisschen nach Dias. Was ist das denn? Ey, mir wird das gerade nicht angezeigt, weil ich noch das Ding offen habe. Eisenerz. Ach stimmt, so sah ja Eisen aus. Okay, Gold immerhin. Geil ist, die Erze reflektieren so ein bisschen. Da sieht man das mal schön. Ja, finde ich auch. Lava, dieser sinnlos. Hier unten noch irgendwas? Nee. Oh mein Gott. Warte mal, was? Dias! Als ob! Oh mein Gott! So Instant, geil! Ja! Komm mal her! Guck dir die an, Feinde, das sind voll viele. Ich sehe zumindest voll viele. Hier sind einfach Kohle, Redstone und Dias nebeneinander. Oh yeah! Oder ich muss mich erstmal hier orientieren. Ich bin eins, los. Zwei, drei. Oh, mein Spitzhacke ist kaputt gegangen. Vier. Na, mein vier Dias, ne? Okay, du bist jetzt in die eine Richtung gegangen, dann gehe ich in die andere. Genau. Ah, ich. Ah, ne, das sind Smaragde. Ah, ne, das ist Lapis. Hä, wie süß ist das denn grün? Ach ne, mein zweiter Bildschirm wieder ausgeschalten. Warte mal. Oder. Bruder Woller macht nicht diesen. Ja. Kaputt. Ja, check mal einfach nicht, dass eigentlich gebraucht wird halt. Lapis. Meins war das noch an. Es läuft die Aufnahme drüber. Lapis noch mehr. Okay. Na gut, wir verbrauchen ja relativ viel aktuell wegen dem Verzauber. Ja. Ich würde auf jeden Fall mitnehmen. Gibt auch Level.
sind sowieso alle Erze mit gerade, weil es Level und wir brauchen sowieso wieder ein bisschen Erze demnächst. Ja, kann man immer gebrauchen. Und sowieso mittlerweile auch schon wieder Level 9, oder? Naja, das läuft ja schon mal besser mit den Dias dieses Mal. Ja, das stimmt. Wenigstens direkt mal ein Erfolgserlebnis. Hä? Was ist mit dem Wasser immer weggebockt? Bruder, was ist das denn? Ich nehme auch Eisen und so wieder mit. Ja, ich auch. Weil wir ja relativ gut auch verbraucht haben und alles. Ich meine, ich nehme da nicht alles mit, wenn ich mich da irgendwie noch extra irgendwie sonst was hier hochstecken muss, dann lasse ich es natürlich da, aber... Weil so dringend haben wir es jetzt auch nicht nötig, aber... LOL! Ich habe einen Spawner gefunden. Von was? Von Zombies, leider nur. Aber egal, dann bauen wir den ab. Ja, hast du Level, mein. Genau. Oder wie viel ist da kommen? Ja, ich muss jetzt einfach kurz rein und das abbauen. Wird sonst nichts. Ja. Bruder, wie lange das jetzt auch geht. Okay. Ja, genau. Perfekt. Schärfe 5 Buch. Verzauberter. Ja! Verzauberter goldener Apfel. Das kann man dann auf so ein OP-Dinge. Ein OP-Goldapfel alles. Ja! Bruder. Junge, der Spawner war einfach, hat mehr OPs dabei als das Drachennest. Ist so. Nochmal 2 goldene Äpfel. Ein Manuskript. Aber das Manuskript bringt uns eigentlich ja nichts, oder? Ich hab die alle mal mitgenommen bisher, also. Okay. Was bringen diese Manuskripts, Alter? Weiß nicht, können wir nochmal gucken. Damit kann man so irgendwie so ein Buch machen oder so. Okay, cool. Das Buch der Manuskripte. Crazy shit. Okay, hat schon mal jemand was abgebaut? Hier liegt nämlich ein Block rum. Was? Hier kann das sein? Ja, ich bin einfach irgendwie... Oh mein Gott, da ist einfach eine Giftspinne. Oh Gott, Alter. Das heißt, dass hier eine Schlucht, eine Dingens ist, ne? Eine Mine. Ja. Alter, jetzt verfolgt die mich noch. Die will was von dir. Scheinbar. Naja, so das Farm gibt ja auch mal schön Level, so alles und ne. Genau, sehe ich auch so. Ja, ist aber wirklich so. Macht nur Profit, wenn man in die Mine geht. Man braucht ein bisschen Eisen. Oh, ich sehe dich sogar, du bist hier. Ja, ja. Ich höre dich löschen. Bin Feuerwehrmann Sam. Keine Werbung. Ja. Stell dir vor, wir würden so unsere Folge hier sponsern. Ja, Alter. Wenn uns mal so unsere Hut abbrennt und wir löschen die dann. So, hier ist Lapis, Lazuli, hier ist Eisen, hier ist Kupfer, nee, Silber ist das. Dann ist hier noch ganz viel Kohle. Gefühl alles dort dir. Gold ist hier auch noch. Cool, ist hier drüben auch noch. Ja, ich bin die ganze Zeit mit der Schau. Alles passiert. Wir haben gegen Drachen gekämpft. Ich bin in Lava gekracht. Stimmt. Das hat mich gesaved, zum Glück. Ich habe alle Zombie-Piglins auf uns gehetzt. Ja. Also eigentlich, schlimmer kann es nicht kommen. Ja, ist so. Ich wurde von einem Widder angegriffen. Stimmt. Alter, guck mal, diese Schlucht hier. Warte, ich komme. Lol. Ich baue gerade die Kohle ab, weil es gibt gut Level. Ich bin jetzt Level 12 schon wieder. Noch Level. Warte, jetzt kommt so ein ziemliches Skelett. Warte, hier unten ist noch ein bisschen weiter. Aua. Hä? Mein Wasser ist weg. Ja, haben wir vorhin auch weggebockt. Da hat einfach kein Bock mehr, mein Wasser zu sein. Mein Unter. Ich muss ehrlich sagen. Hier ist noch Redstone, okay. Oh lol, ich hab überlebt. Wartet hier.
Oh nein, Unfall. Meinst du dich oder was meinst du? Ja, hier ist irgendwie das Lava ausgebrochen. Das Lava. Der Lava. Junge, die Kohle gönnt gerade gar keine Level hier gerade. Ah, jetzt. Ja, ich hab einen Minenschacht gefunden. Ist auch nice. Digga, wie viel Glück, dass wir braucht die ganze Zeit haben. Ich bin einfach ein Trüffelschwein, Alter. Ein Minenschwein. Trüffel, bitte. Ich habe auch eine Mine gehört. Ja, du hast sie nur gehört, ich habe eine gefunden. Oh Gott! Alter, das ist das Alter, Karma. Ne, die Sache ist halt, du musst dir vorstellen, ich spring gerade so dort lang, weil ich sehe dort so Erze. Denke mir so, okay, springe ich mal hin, spring genau in ein Loch und fall erstmal so gefühlte 12 Meter tief in die Mine rein. Nice. Bruder, ich habe hier so riesige Lavaseen überall, aber irgendwie nirgendwo Dias. Das hatte ich gerade auch noch nicht mehr. Da drüben war, glaube ich, vorhin. Oh oh. Oh nee, eine Fledermaus. Ja, die ist jetzt tot. Was? Ja, die sind ins Lava geflogen. In der großen Höhle. Hier ist Lapis, aber ich habe das Gefühl, ich bin viel zu hoch mittlerweile wieder. Stimmt. Bruder, es hört aber auch einfach nicht mehr auf. Eisenrüstung geht super schnell auch kaputt in dem Spiel hier. Weil du halt super viel Damage teilweise kriegst. Ja, ja. Oh Gott, hier ist ein Enderman. Ein roter Enderman. Roter Enderman? Ja, der hatte rote Beine. Also der hatte so rote Partikel an den Beinen. Ich kenne das immer nur so lila, kennt man ja. Der hatte das aber in rot. Cooler Man. Ein cooler Man. Ich bring den um, oder? Ja, komm. Jetzt hat er sich wegtippiert. Ich habe ein Wasser platziert, OP-Trick, und dann ist er weg gewesen. Oh nö. Stimmt. Nee. Nee, das ist jetzt nicht passiert. Was? Kacke. Oh, ich hab's wieder eingesammelt. Ich habe außerdem mein Wasser einmal platziert und dadurch, dass die Fackel in der zweiten Hand. Hä? Dadurch, dass ich die Fackel in der zweiten Hand habe, hat er die Fackel platziert ins Wasser, dann hat sich die abgebaut und ich habe nichts gesehen, weil es aber schwarz war. Er hat dich hops genommen. Durchaus möglich. Hier ist ein Skeletto. Das hat sich erledigt. Tja, wie viel Eis? Okay, jetzt habe ich hier unten wieder Lava gefunden und Kohle und alles. Ich habe gerade die Minenschacht erstmal in Ruhe gelassen, kurz. Okay. Ja. Oh, ich dachte gerade schon, das ist was anderes gewesen. Ich bin komplett lost. Okay, ich habe hier super viel Kohle, Alter. Ah, ich finde irgendwie nichts mehr. Dann kommst du mir, dann findest du übel viel. Hier ist super viel Zeug. Okay. Ich weiß nicht, welches Level bist du jetzt mittlerweile? 14. Noch nicht so krass. Ich bin die ganze Zeit hier nur am Rumlaufen irgendwie. Jo, hier ist super viel Lava. Ich sehe sogar seinen Namen, ne? Ja, ja. Ah, hier ist noch was. Welche Höhe bin ich jetzt eigentlich? Höhe 11 genau, okay. So. Perfekt. Das ist die perfekte Dia-Höhe, wo ich gerade bin und abbaue. Okay, das heißt, der Minenschacht ist ungefähr auf maximal Höhe 20. Ja, aber das geht auch noch. Auch. Ja, ja. Hm. Hier war nichts. Ja, auch noch Lava, hier ist aber auch nichts. Gehe ich jetzt nach hier hoch, wo so viele Erze waren mit der Minenschacht. Du bist jetzt auch da, guck mal. Ja, genau, hallo. Bei mir. Ich habe irgendwie doch deine Axt jetzt plötzlich. Ja, okay. Ich bin Level 15. Bin ich aber gar nicht so schlecht, weil dann kann ich nämlich mit der Axt hier mal kurz das abbauen. Damit ich auch ein bisschen Holz habe für den Notfall. Also stimmt. Ich habe sogar Effizienz, Alter. Ja, die hast du hast hier verzaubert. Naja. Ja,
Damit ich mich hier mal so ein bisschen, auch notfalls eine Werkbank machen kann und alles. Falls wir uns wieder mal verlieren. Naja, und mein Spitzhacke macht es, glaube ich, auch nicht mehr allzu lange. Okay, geht mir wieder sehr stark nach oben. Was war das denn gerade? Was? Ne, ich habe gerade irgendwas gesehen. Was war das? Ah, ist, ja, Eisen. Ja. Genau. Hä? Was? Mein Wasser ist schon wieder voll verbuggt. Ich platziere da meine Fackel in die Quelle, dann ist meine Fackel da. Mein Wasser ist aber trotzdem nicht in meinem Eimer. Jetzt. Okay. Weird flex. Och, Alter, mein Wasser trollt rum. Ich bin jetzt hier oben auf dem Minenschacht so drauf. Ich hab das Gefühl, bin ich gerade schon mal lang gelaufen irgendwann mal. Ich hab noch ein bisschen Gold hier. Ist auch genau neben mir, ne? Ja. Egal. Jetzt an die andere Richtung. Passt schon. Okay, hier war ich auch schon. Hier steht nämlich Bruchstein platziert. Ich jetzt hier noch links. Man kann halt auch nicht sagen, wo man schon war, weil wir keine Fackeln platzieren, so. Weil wir ja einfach alles einfach nur in der Hand halten. Ja, hier war ich auch schon. Ich glaube, ich grab mich gleich mal irgendwie so zur Seite und zipp mal so ein bisschen, weil Höhlen sind zwar praktischer, da findet man es halt, glaube ich, gefühlt schneller, aber trotzdem, ich finde ja halt nicht mehr. Oh mein Gott! Was ist? Boah, ein Creeper ist explodiert. Alter, ich wäre fast gestorben. Ich habe meine Fackel platziert. Ja, willkommen im Club. Du weißt jetzt, wie es aussieht bei dir. Oh nee. Was denn? Ja, ist ein Zombie hat rumgenervt. Haben wir das gerade gehört? Nee, was? Mein Handy meine ich. Ah, okay. Ja, nicht gehört. Lolli, ich bin jetzt in der Schlucht, wo du meintest, ne? Echt? Ja, ja. Bin jetzt also irgendwie. Also bin ich in der großen Schlucht. Irgendwie, ich habe mich so ein bisschen verlaufen. Okay, hier geht der Minenschacht lang. Ich geh jetzt einfach runter, Digga. Was hab ich einen Screenshot gemacht? Doch, nee. Richtig schlimm, Alter. Ist doch richtig unnötig. Mich zurück. Ja, der Server hat gerade geleckt, kurz. Ja, wie sieht's bei dir aus? Also ich bin jetzt schon bei einer halben Stunde. Okay, ich habe jetzt hier. Ja, ja, ich auch, aber ich würde das jetzt noch weitermachen. Lol, der Creeper ist voll komisch. Oh Gott. Voll komisch aus. Ja, okay, das Ding ist nochmal, auch wenn es jetzt weird klingt. Perfekte Dia-Höhe, glaube ich, oder? Höhe 21, ja gut, aber hier geht's nochmal weiter runter. Ja, das ist super geil hier bei mir gerade. Ich habe hier super viel. Hier ist noch eine Schlucht in der Schlucht. Hier ist eine riesige Schlucht und die ist auf dieser Höhe unten. Oh, hier ist sogar gelöscht worden schon mal. Hier warst du schon. Ja, ja. Hier ist noch Gold und alles rum. Oh Gott, da kam gerade übel viel Kies runter. Ja. Also auf jeden Fall. Wie lange willst du die Folge noch machen? Naja, wir können auch beenden und machen auch noch eine Folge 2 aus, eine zweite Minenfolge. Ja, weil das Ding ist, wir essen halt bald. Dann machen wir einfach die noch ein bisschen länger. Okay. Kaffee trinken oder was? Was? Was willst du denn essen? Ja, das Ding ist, wir haben so um. Bruni, warte mal. Wir haben halt so circa um 10 erst gefrühstückt, aber so richtig gefrühstückt halt. Ja. Und dann, ja. Deswegen essen wir halt jetzt schon wieder, weil die alle Hunger haben. Genau. Das ist eigentlich bei uns immer so der Samstags und Sonntags. Wie lange du brauchst? Boah, Brudi, keine Ahnung. Okay. Ja, vielleicht schon eine halbe Stunde. Ja, alles gut. Ja, mal gucken. Ja, ich würde jetzt hier noch. Weil das Ding ist, ja, wie viel würdest du denn noch aufnehmen? Ich würde sagen, noch 5 Minuten oder so. Ja, ja, klar, aber da weißt du Folgen. Willst du heute noch? Ach so, danach vielleicht noch eine Folge oder so. Film? Also nicht mehr viel. Ich hätte halt dienstags. Kannst du dienstags? Weil ich hätte da echt gut Zeit. Na, wann hast du dienstags? Ab wann kannst du da? Ja, eigentlich so ab Feierabend, ne? Also circa ab 6. Ja, die Sache ist halt, dass ich abends viel beschäftigt noch bin und ja. Ja, okay. Daher ist abends bei mir immer ein bisschen unpraktisch, weil mir ist Nachmittag halt immer lieber. Ja.
Okay. Und ja. Genau. Ich muss jetzt erstmal hier einfach... Lol, hier ist die Schlucht und da kommt man von oben rein. Hier sieht man von oben... Junge, die Skelett sieht aus wie eine fucking Hexe, Alter. Wieso sind hier so viele Monster? Was ist das denn? Der hat irgendeine krasse Rüstung an, der Zombie. Ich krieg super wenig Damage durch die Monster, ist übel geil. Hier waren doch, glaube ich, schon mal welche. Hier sieht's so aus, hier ist überall gelöscht und alles schon. Jo. Ja, vielleicht war da auch ich, ey. Es kann gut sein, weil, also... Ja, ja, hier ist schon mal jemand hochgegangen mit einem paar Blöcken und so. Ich weiß halt auch nicht, ob die hier irgendwo noch chillen. Oder ob die zurückgegangen sind zu ihrer Base. Hier sind auch schon platzierter Bruchstein und den habe ich nicht platziert. Ja, okay, das war ich aber, glaube ich, auch nicht. Ich werde gleich mal an die Oberfläche gehen und ich hoffe, wir finden unsere Basis wieder. Ja, stimmt. Weil wenn wir das nicht wiederfinden, sind wir gearscht. Actually soon. Aber ich meine, in irgendeiner Folge haben wir doch bestimmt von dort die Koordinaten gezeigt, oder? Ich weiß es nicht. Ja, am Anfang von der Folge haben wir doch... Habe ich doch gesagt, ich will mich runterbauen. Auf welcher Höhe sind wir denn? Ah ja, stimmt. Ich baue mich jetzt kurz nach oben noch. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in unsere Basis, weil dann haben wir quasi von dort den nächsten Startpunkt. Okay, perfekt, dann grab ich mich hoch. Ich grab mich gerade straight up nach oben. Was mein Problem ist, ich kann ja die Folge noch nicht nachgucken. Stimmt. Was machen wir denn jetzt? Ja, Ja, wir werden ja sehen, wo wir rauskommen, wenn wir uns graben. Manchmal erkennt man ja die Umgebung so ein bisschen. Genau. Vielleicht graben wir uns in den Berg. Leute, ich habe eine Höhle gefunden. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe bist du gerade? Ich habe jetzt Erde schon. Ich bin auf 28. Was? Das kann ja nicht sein. Ey, ich komme übel langsam vorwärts. Ich bin in den Wald rausgekommen. Alles klar, ist einfach schon draußen. Ist es mit dir? Ich habe mich instant nach oben gegraben. So. Ich bin in einem Riesenwald. Ich sehe da hinten einen Berg. Das könnte der Berg sein, auf den wir geschaut haben. Könnte das sein? Das passt doch ungefähr. Das heißt, ich sehe unsere Häuser. Oh, geil. Ja. Ich bin in den Wald davor rausgekommen. Als ob. Und die Berge, die ich meinte, dass das die sein könnten, das sind sogar die, ne? Nice. Habe ich aber erkannt, Alter. Einfach der Pro, Digga. Einfach der Pro. Ich kann dir gleich die Koordinaten ja durchgeben. Okay. Autsch. Ich bin bei unseren Häusern. Ach, kein Thema. Ich habe jetzt auch Erde. Ja, Durchbruch. Und wo bist du? Ich bin auch in dem Wald. Der Server wurde gespeichert, schön. Nice. Na, du bist auch in dem Wald wahrscheinlich dann hier neben angespawnt, oder? Also rausgekommen. Ja, ich gucke, geh mal hier. Hier ist auch sowas wie ein Berg, sowas ähnliches. So ein Hügel, wie wir halt sind. Geh mal da hoch. Ich guck gerade nach, ob ich deinen Name-Tag oder so irgendwie sehe. Ich gebe dir mal kurz die Koordinaten rein. Ja, ich habe unsere Häuser, ja, ich bin auch direkt nebenan. Okay. Ja. Bist du von der anderen Seite gekommen oder kommst du von derselben wie ich auch? Ja, ich bin, okay, glaube ich, von der anderen. Ah, okay, oder doch nicht. Hä, wo bist du? Achso, du bist im... Ich stand hier vorne auf dem Baum. Nice. Ich tu noch kurz die Ofen bestücken, danach bin ich die Folge. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Wenn wir jetzt offline gehen, dann können die Leute das holen, ne? Ja, dann halt nicht, aber... Oh Gott, hab ich mich gerade erschreckt, Alter. Okay, Digga. Ja. Strom, Alter. Ja.
Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen das mit den Öfen. Ich habe ja die versteckte Truhe. Ich mache hier noch einen Cut rein gleich. Warte, ich muss noch die Truhe ein bisschen verstecken. Warte, habe ich nicht die Werkbank noch hier? Ja, da. Dass wir die einfach so nach daneben stellen, dass man das einfach nicht... Wobei, ich stelle einfach dein Bett daneben. Sieht man die Kiste nämlich nicht mehr. Nice. Und wo ich die verstecke, das cutte ich einfach raus. Ganz einfach. Perfekt. Gerade kommst du noch zu mir, dass wir noch ein Thumbnail machen können. Okay. Hier vorne einfach hier so hin. Ich setze meinen Helm ab. So. Guck mal, hat er gemacht? Ja, hat er. Und vom Netherportal nehme ich was anderes. Beziehungsweise mache ich einfach gleich noch eins. Okay. Du musst Abmod machen. Du hast Abmod gemacht. Ach ja, stimmt. Ja, lol. ja, das war's mit dieser chaotischen Folge. War sie chaotisch? Ja, ja. Auf jeden Fall ein bisschen. Schon. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bei beiden Kanälen natürlich. Ja, schaut bei beiden Kanälen vorbei. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Swaggiest, fits real clean, but my flows be the nastiest. That's where I'm working for it all. Other dudes can have it quick. Easy come, easy go. Miss me with that slack of shit I spit. Like I had a list, rap game, Fallon shit.